Herzliches Willkommen hier zurück bei Ironsoft Tomb Raider Rising. So, willkommen zurück nochmal. Ich habe jetzt soweit hier Büschen gesammelt, Büschen gejagt und Sachen entdeckt und so alles. Und ich wollte euch jetzt sozusagen auf den letzten Punkt mitnehmen. Wir sollen ja diese Art Funkstörer deaktivieren und... Ja, das werden wir jetzt mal ganz fix machen. Das ist wie gesagt da drüben nur. Und bevor es jetzt sozusagen in der Geschichte weitergeht, dachte ich mir, ich werde mal dahin laufen. Mit euch zusammen. Achso, ja, ja, klettern. So. Ja, weiteres Lager entdeckt. Das ist sehr schön. Noch plündern. So, jetzt haben wir sozusagen alle Funksender geschafft. So, jetzt gucken wir natürlich, was hier oben noch ist. Wir sollen zum jungen Mann zurückkehren eigentlich. Da geht es dann weiter. Ja, es wäre dann einiges darunter, aber... Was haben wir hier? Pilze? Pilze. Pilze, sehr schön. So. Ja, wie ihr seht... Da ist schon mal ein erlegtes Reh. Da haben wir ein paar gefunden. Auch ein paar Typen haben wir schon platt gemacht. Hier war ich noch nicht drin, ne? Sind hier Wölfe? Nö. Nur Magnesium-Vorkommen. Das ist sehr schön. Okay, dann holen wir das noch raus. Das Magnesium. Weil ich habe noch eine andere Höhle gefunden. Da wollte ich nicht mit euch. Natürlich mit euch, aber nicht ohne euch da. Oh, guck mal, hier sind doch ein paar Zeichen. So, und hier kommen wir. Das bekomme ich noch nicht runter. Ja, das weiß ich. Aber ich wollte, dass wenigstens das auf der Karte jetzt vermerkt ist, oder? Ja. Gehe ich mal davon aus. So, dann gehen wir mal fix zurück zum... sozusagen Auftraggeber, der gesagt hat, dass wir die Funktürme, die Störsender ausschalten sollten. Ja, Hasen und Eichhörnchen habe ich bisher noch nicht gejagt geschafft. Paar Vögel, ja. Eins. Zwei. Oh, du bist noch da, Vogel. Gut. Und Nummer drei. So. Weil ich habe mir ein paar Pfeile mal gegönnt wieder. Mit der ganzen Jagerei. Naja, jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Also, hier kann ich ordentlich jagen. Das ist kein Problem. Die Munition ist die... Ja. Okay. So. Ich glaube, dann haben wir jetzt soweit alles voll endlich. So, da ist er. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Alle. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Ein Dietrich. Sehr schön. Vielleicht finde ich Konstantins Gefangenen. Er muss etwas wissen. Lass uns gut halten. Aha. Weil hier habe ich nämlich zwei gefunden. Pistole freigeschaltet. Okay, da muss ich mal ganz kurz gucken. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde.
Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Okay, Pistole freigeschaltet. Mal ganz kurz gucken. Man sieht keinen Unterschied, hä? Na doch. Eine graue oder wollen wir lieber die schwarze? Aber ich kann mal ganz kurz gucken, welche nochmal hier mehr Bums hat. Ja, einiges, die wir ausgewählt haben. Sehr schön. So, das war's dann erstmal. Achso, warum Lara jetzt in Rot ist, ich hab's nochmal umgezogen. Einfach nur so. Dietrich. Achso, mit der kann ich dann noch mehr schleppen. Ach, brauche ich mehr Fell. Handwerksmeister. Achso. Irgend so ein spezielles Leder. Keine Ahnung. Was dieses glänzende Leder ist. Aber nun gut. Ja. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Oh, da seht ihr, was ich schon alles eingesammelt habe. So ein wenig, ja. Und zwar das hier. Dahin wollen wir. Ja, bevor wir jetzt nach oben durchgehen. Da zeige ich euch ganz kurz den Eingang. Weil da müssen wir ja eh rein. Davon abgesehen. So, das heißt dann durch den tiefen Schnee hier durch. Ja, hier oben habe ich noch Sachen hängen, aber ich krieg die nicht runtergeschossen. Vielleicht später irgendwann mal. Keine Ahnung. So. Und zwar hier ist der Eingang. Bei diesem Kran hing ein Baumstamm dran. Und dieser Baumstamm hat sozusagen hier den Weg frei gemacht. Ja. Der hat sozusagen das Holz da weggeruppt und wir sind sozusagen jetzt hier runter. Also bei mir ist gerade alles so laut auf den Ohren. Achso, runterspringen. So. Na, Lara, wir müssen hier runter. So. Hier unten war ich schon ganz kurz. Ja. Weil da hinten war so ein russisches Teil zum Lesen. Das habe ich auch schon gelesen. Aber ich wollte mit euch hier durch. Okay, mal gucken, was jetzt auf uns da wartet. Wasser. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Da ist Klettern, da ist eine Kiste. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. So. Gut, dass sie sich festgehalten hat. Die habe ich schon vorher aus dem Augenwinkel gesehen. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Ja, sieht schick aus. So, wir gehen erstmal nach. Okay. Das muss ein Teil des Mechanismus sein.
Los geht's. Hier ist die. Die Münzen habe ich gerade gesucht. Okay. Raus, Lara. Pfeiler, das heißt. Darauf schießen. Ich weiß nicht, ob das auch für euch so laut ist, aber für mich schon. Okay, ja. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Okay. Ihr wisst, ich muss immer gucken, nicht, dass ich irgendwas vergesse nebenbei. Nö. Oh. Okay. Wenn ich schon im Wasser bin, kann ich immer rumschwimmen. Diese Tür, sie hält das Wasser zurück. Ah ja, okay. Ups. So. Ich wollte einiges schnell dadurch schwimmen. Mist. Ah ne, wartet. Ich kann ja dadurch schwimmen. Stimmt ja. Damit habe ich einen Gang geöffnet, regelrecht. Okay, also das Wasser Stück für Stück steigen lassen. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Pfeiler noch mehr, okay. Ach, wartet mal. So. Ich glaube, muss ich das drücken? Nee, geht nicht. Na gut. Ja. Nehmen wir noch mal eins mit. Wir hoffen mal, dass es da drauf. Ach so. Das bleibt ja da. Okay. Ich schmeiß mal einfach eins da hoch. Vielleicht brauchen wir eins da oben. Ja, elegant vorbeigesprungen. Sehr gut. Das kriege ich hin. Dann gucken wir mal, was hier oben ist. Ach so. Okay, hier oben brauchen wir also doch keins. Weg damit.
So, jetzt aber. Ach nein. Müsste ich durchschwimmen können. Sehr schön. Können wir dich mitnehmen? Nee, gibt es sonst nichts mehr. Ach, die kommen immer wieder. Okay. Mal gucken. Okay, sie lässt es fallen. Schade. Na gut, was soll's. So. Noch ein Wasserrad. Okay, da hinten muss ich wieder zur Explosion bringen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe schon. Da oben muss ich das reinwerfen, damit ich es schleppen kann. So. Aber wenn es geht, nicht dabei verlieren, Lara. Na? Kommt jetzt nicht hoch? Nein, sie kommt nicht hoch. Hm. So, jetzt nicht zu weit. Und... Nein. Dann halt aufs Floß und vom Floß aus reinwerfen vielleicht. Mist. Ach, Menno, wie soll ich denn das denn schaffen? Nochmal darüber. So. Sollst du auch mit dem Lara. So habe ich es mir vorgestellt. Bin ich gut. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt total. Okay, wir hören uns was an. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Ah, ja.
So, da kann ich gleich durch. Und geschafft. Wunderschön. Sehr gut. Natürlich plündern wir erstmal hier alles drumherum weg. So. Und das nächste Buch. Manuskript über die Gaben der Erde. Okay. Okay, sie leuchten, wenn ich mich nähere. So, jetzt können wir wieder zurück. Das war also hier drinnen. Gut zu wissen. So, mal gucken. Können wir jetzt hier eine Schnellreise machen? Jo, Schnellreise am besten dahin. Brauche ich nicht aus dem ganzen Tunnel rauszukommen. So. Ja, noch so leichten Husten habe ich. Aber naja, was soll's. Ich versuch's nicht so viel zu husten in der Aufnahme. Weil sonst wäre es ja immer schlimm. Aber komischerweise, immer wenn ich versuche aufzunehmen, kommt mein Husten durch. So. Immer noch finden sie den nahegelegenen Eingang. Aber ich habe keine Ahnung, wo genau sie das will. Obwohl, hier drüben war ich ja noch nicht. Das heißt, von hier aus komme ich rüber. Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Klettern wir erstmal mal. Na, hier hoch. So. Das ist schon mal okay. Einiges da hoch, aber... Ja, fehlende Ausrüstung, ich weiß. Okay. Wow. So, können wir noch? Ne, haben wir alles voll? Okay. Ich hätte mir schon längst einen Ast abgefroren, so kalt wie es hier bestimmt ist. So, mehr können wir hier dann auch nicht mehr so richtig mit den Bäumchen. Guck mal, die haben gesagt, Bäume und so und fangen an zu leuchten oder was? Tatsächlich. Ja, erfroren. Mal gucken. Achso, das wäre dann hier, wo ich dann hochgeklettert wäre. Okay. Noch was zum Lesen. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Ah. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Karte aktualisiert. Sehr schön. Da sind die nächsten Münzen aufgetaucht. Die nächsten drei. Sehr schön. Ja, das werde ich dann wieder dann später machen. Oh. Das sind Gegner.
Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Okay. Was ist mit den Einheiten? Moment, da war was. Ach Mist, ich kann mich nicht verstecken. Wir könnten hier ein Problem haben. Feind entdeckt! Los jetzt! Mist, 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 Mist. Okay. Naja, schade. Ich hätte das gerne gehört. Mist. Naja, was soll's. Passiert. Papa sucht nun mal schnell hier noch alles ab. Gucken. Okay, da gehen wir da erstmal zum Haus hin. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Kampfmesser, ja super, habe ich auch noch nicht. Okay, nutzen Sie bitte tierische Mützen, um eine Ausrüstungstechnik, um Trinity-Objekte auf was abzukaufen. Aha. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert, sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Okay. Ich hab 90 Münzen. Okay. Granatwerfer. Was? Stein. Kugel. So ein Schalldämpfer. Schrotflinte. Maschinengewehr. Ja, natürlich. Was ist das hier? Fertigungswerkzeug. Um weitere Sachen beizuschalten. Aha. Okay. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Ja, das hat er erkannt. Okay, wir brauchen also Trinity-Münzen. Das heißt, die Münzen, die man hier entdeckt. Gut zu wissen. Kann ich also hier Ausrüstung einkaufen. Ja.
Das ist uns erstmal uninteressant. Wir machen weiter eine Geschichte. Obwohl, wartet, bevor es weitergeht, werde ich mich hier von euch verabschieden. Mit diesem wunderschönen Blick auf die Berge. Oder hier ins Lager, wo wir dann hin müssen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen guten Abend. Oder wie auch immer, wann ihr es schaut. Und bis dahin erstmal ciao, ciao euch.